Wir sind in der Mainzer Fußgängerzone. Was glauben die Mainzer? Welche Elektrogeräte wie etwa Föhn, Trockner oder Gaming-PC verbrauchen wohl am meisten Strom? Ich würde jetzt einfach mal tippen, am meisten verbraucht einfach der Kühlschrank, wenn er falsch eingestellt ist. Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank. Was ist mit der Unterhaltungselektronik? Ja gut, also vor allem das Aufladen frisst viel Strom, vermute ich mal. Und vor allem dann, wenn man auch mal vergisst, ein Handy vom Netz zu nehmen oder den PC über Nacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass es der Föhn ist. Welches Gerät am meisten Energie verbraucht, das lösen wir später auf. So viel vorab, der Föhn ist nicht darunter. Wer teure Stromfresser im Haushalt erkennt, kann viel sparen. Für viele elektrische Großgeräte im Haushalt ist ein Energieeffizienzlabel vorgeschrieben. Darauf ist meist der durchschnittliche Jahresverbrauch ausgewiesen. Wer das Label nicht mehr hat, kann den Verbrauch auch selbst ausrechnen. Beispiel Kühlschrank. In der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild steht, wie viel Watt ein Gerät hat. Im Schnitt läuft ein Kühlschrankkompressor 15 Minuten in der Stunde. Bedeutet am Tag etwa 6 Stunden. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das 2190 Stunden. Multipliziert mit 120 Watt ergibt einen Jahresverbrauch von rund 263 Kilowattstunden. Ein älterer Kühlschrank frisst also ordentlich Strom und liegt auf Platz 3 unter den Top-Verbrauchern im Haushalt. Was glauben die Mainzer, wie man beim Kühlschrank Energie sparen kann? Man sollte sich vorher überlegen, wenn man die Kühlschranktür aufmacht, was brauche ich? Hole ich alles schnell raus und mache es schnell wieder zu. Ich habe 2,5-fach Kühlfach und gucke immer, dass die eisfrei sind, weil die Tür ja oft auf und zu geht und es ist ja ziemlich schnell wieder eisfrei gemacht. Dass es gar nicht so kalt gestellt werden muss, dass die Lebensmittel frisch bleiben, sondern dass er auch einfach etwas wärmer eingestellt werden kann und die Lebensmittel trotzdem frisch bleiben. Richtig. Viele Kühlschränke sind zu kalt eingestellt. Es genügen 7 Grad. Das spart Strom. 1 Grad wärmer senkt den Verbrauch um ca. 6%. Tipp, bei einem volleren Kühlschrank speichern die Lebensmittel die Kälte, wie Kühlakkus. Dadurch geht beim Türöffnen weniger Wärme verloren. Ebenfalls wichtig, Gefriergeräte regelmäßig abtauen. Ein vereistes Fach verbraucht bis zu 45% mehr Energie. Der Kauf eines neuen, energiesparenden Kühlschranks lohnt aber nicht immer. Dann ist ja auch noch spannend, zum einen zu schauen, wie ist der Unterschied zwischen meinem aktuellen Gerät im Verbrauch und dann im Vergleich dazu bei dem Neugerät, was ich mir ausgeguckt habe. Und dann gibt es ja eine Art Amortisationszeit, die dann sagt, nach wie vielen Jahren hat denn die Neuinvestition in das Gerät sich amortisiert. Alles, was älter als 15 Jahre ist, da ist man auf der sicheren Seite, was die ökologische Amortisationszeit angeht. Der zweite Platz unter den Stromverbrauchern geht an den Elektroherd. Haben die Mainzer dafür Spartipps? Beim Nudelkochen den Deckel drauf, dass nicht so viel Energie quasi weggeht. Und man kann, wenn man zum Beispiel Gulasch oder Eintopf kocht, 10 Minuten früher schon abschalten, weil das ewig einfach noch nach blubbert. Und 10 Minuten, ich glaube, da kann man schon, wenn man das regelmäßig macht, ordentlich Energie einsparen. Genau. Außerdem Wasser nicht auf dem Herd, sondern im Wasserkocher erhitzen und den Ofen mit Umluft statt Ober- und Unterhitze verwenden. Das spart 15%. Am meisten Strom verbraucht die Unterhaltungselektronik. Fernseher, Spielekonsolen und Computer gehören zwar alleine nicht zu den größten Stromfressern, aber zusammen machen sie bis zu einem Drittel des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt aus. Die Elektronik da, die überrascht mich, ja, weil Fernseher schaltet man ja nur, also wir abends ein. Überrascht mich total, weil man würde es nicht denken, dass so ein Lämpchen im Standby oder diese ganzen elektronischen Geräte im Standby tatsächlich Strom in dieser Menge verbraucht, wie Sie es gerade gesagt haben. Also bei der Unterhaltungselektronik könnte man sicher einiges sparen. So praktiziere ich das schon im Alltag und ich merke das natürlich auch bei der Stromrechnung. Auch bei der Unterhaltungselektronik gilt, auf die Größe kommt es an. Je größer die Bildschirmdiagonale, umso größer ist letztendlich dann auch wieder der Stromverbrauch. Hatten wir früher 70 cm als Standard, sind es ja heute 1,20, 1,40, 1,50. Und damit wird dann der Stromspareffekt wieder ein Stück weit reduziert. Deswegen gilt immer auch,
auf die Größe achten und gucken, was brauche ich wirklich. Mit den richtigen Tipps lässt sich also viel Geld sparen. Ob sich eine Neuanschaffung aber lohnt, muss man sich genau ausrechnen. Zur kompletten Sendung geht's übrigens hier. Und mehr Marktcheck-Videos bekommt ihr hier. Und wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu abonnieren, klickt einfach hier.